Ich hatte schon sehr früh ein sehr klares Klangideal. Und das hat mich die ganze Zeit begleitet. Das war ein roter Faden, der sich durch meine gesamte Karriere als Dirigent zog. John Elliott Gardiner, Sir John Elliott Gardiner, britischer Dirigent, einer der aufregendsten und größten unserer Zeit. Die Karriere eines Dirigenten basiert in der Regel darauf, dass er einen Wettbewerb gewinnt oder als Co-Repetitor in einem Opernhaus arbeitet und plötzlich wird der Dirigent krank und sie springen ein. Oder man tritt von der Orgelempore nach unten, wenn man zum Beispiel Organist ist und einen Chor hat. Das war alles nicht der richtige Weg für mich. Mein Weg war es zu sagen, das ist ein Stück Musik, an das ich glaube und von dem ich denke, dass ich einen Zugang dazu habe. Ich glaube, ich habe eine klare Vorstellung davon, welche Klänge für diese Musik angemessen sind. Dieser Klang in seinem Kopf ist das, was John Elliott Gardiner seit Jahrzehnten antreibt. Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenwirbel. Sein Orchester spielt. The English Baroque Soloists. Das EBS. Du bist wie ein Blitzableiter an der Spitze eines großen Gebäudes. Die Energie, die vom Komponisten und von seinem Geist kommt, was auch immer dieser Geist ist, kannst du in deine Person, in dein Wesen, in deinen Takt einfließen lassen. Und auch wenn du mit dem Rücken und den Schultern zum Publikum stehst, kannst du die Menschen spüren. Man kann das fühlen, ich spüre sie. Und manchmal kann ich die Energie, die ich von den Spielern und Sängern erhalte, auch auf das Publikum übertragen und umgekehrt. Von den Zuhörern auf das Orchester. Sie alle hier sind sein Medium. Das IBS spielt auf historisierenden Instrumenten, also Nachbauten, möglichst genau aus der Zeit, in der die Musik geschrieben wurde. Barockmusik oder Klassik. Alle spielen hier mit dem historischen Wissen und der speziellen Technik der Musizierpraxis jener Epochen. Genau das ist John Elliott Gardiners musikalische Vision. Zu zeigen, warum jahrhundertealte Musik uns heute immer noch berührt. Es ist eine wunderbar intime und privilegierte Position, in der man sich befindet. In der man das Gefühl hat, dass man kommunizieren kann, ohne dass die anderen etwas sagen. Nur durch ihr Einatmen und ihre Aufmerksamkeit. So kann man ganz still dem Orchester helfen, den ganzen Reichtum der Musik, die ich liebe, nach außen zu vermitteln.
3 Stunden Autofahrt westlich von London liegt Dorset. Nicht so leicht zu finden. Hier lebt und arbeitet John Elliot Gardiner. Man könnte es ein Paradies nennen. Für Mensch und Tier. Gardiner bewirtschaftet einen Biobauernhof mit Rindern und Schafen. Hello, what are you doing? Hallo, was machst du denn da? Er ist gerade durch die Absperrung gekommen. No, he'll be fine. Nein, es geht ihm gut. Also, wer will mehr Salz? Daris? Daris? Das ist meine andere Herde, Aubrac-Rinder. Sie kommen aus der Mitte Frankreichs, aus dem Massif Central. Und sie sind die arrogantesten Kälber, Kühe. Sieh dir ihre Augen an. Kimberly, komm her, nimm etwas Salz. Zu Hause in Dorset ist der Dirigent ein Biobauer in Gummistiefeln, der seinen Rindern Namen gibt und nicht nur für die Kamera nach dem Rechten schaut. Um ein guter Landwirt zu sein, muss man vieles sein. Und ich habe diese Qualifikationen alle nicht. Man muss Ingenieur sein, Buchhalter, Ernährungswissenschaftler. Man muss Experte für Ackerbau sein. Man muss eine Art Veterinärexperte sein, was ich sicherlich nicht bin. Aber wir versuchen uns ein Leben lang so human und liebevoll wie möglich, um diese Tiere zu kümmern. Und das zahlen sie uns zurück. Seit Generationen schon sind die Gardiners Farmer, also Bauern. Der Beruf ist ihrem Namen sogar eingeschrieben. Gardiner, englisch Gardener, heißt Gärtner. John Elliot Gardiner hat sich bewusst für ein Leben in diesen beiden Extremen entschieden. Der Musikerberuf ist verrückt. Er ist sehr stressig, er ist sehr künstlich. Und man kämpft mit allen möglichen finanziellen Problemen, mit der Organisation von Konzerten und Aufnahmen. Und es gibt eine Menge Verschleiß, viele Reisen. Aber es lohnt sich, auf jeden Fall. Es nährt deinen Geist und deine Seele. Aber diese Persönlichkeiten hier und die Landwirtschaft erfüllen diese Funktion auch auf andere Weise. Das erdet dich. Es bringt dich in Kontakt mit der Erde und mit dem Boden und mit dem Zyklus der Jahreszeiten. Es ist ein Leben zwischen laut und leise, Kultur und Natur. Er kauft seinen Rindern von der Gage einer großen Opernproduktion auch schon einmal einen neuen Stall. Das Leben im Rhythmus der Natur. Still, zurückgezogen, überhaupt nicht glamourös, im besten Sinne öko. John Elliot Gardiners Gegenentwurf zur lauten Musikbranche heißt Heimat, heißt Zuhause. Ein paar Kilometer weiter steht das heute unbewohnte Elternhaus des Dirigenten. Ein idyllisches Anwesen mit großem Park. Hier hat sein Vater Rolf Gardiner seine ökologischen Methoden zur Landwirtschaft entwickelt. Hier hat die Mutter mit den Kindern musiziert und Theater gespielt. My mom was really Meine Mutter war sehr begabt darin, die Kinder des Dorfes und uns Kinder dazu zu bringen, ein Pantomimenspiel zu improvisieren. Mal war es eine alte Sage, ein griechischer oder altgriechischer Mythos oder ein Märchen. Und wir inszenierten verschiedene Elemente der Geschichte in verschiedenen Teilen des Gartens. Ein kleines Amphitheater. Eine ovale Arena mit den typisch gestaffelten Sitzstufen. Fürs Publikum. Eine Wasserquelle. Dieses mythische Arkadien liegt mitten in Südengland. Yeah, it's really, really fresh. Ganz frisch. Köstlich. Delicious. Sometime in the 1960s. Irgendwann in den 1960er Jahren war meine Mutter mit meiner Schwester in Venedig.
Und sie stießen auf diesen Tempel, eine Rotunde. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber es gelang ihr, ihn zu kaufen und hierher zu schicken. Und plötzlich gab es ein Zentrum im Garten, wo wir Maskenspiele und sogar Opern aufführen konnten. Und so machte ich hier meine erste Erfahrung mit Oper. Ich erinnere mich an Purcells Dido und Aeneas und dann an John Blows Venus und Adonis, Monteverdis Il Ballo delle Ingrate und Händels Acis und Galatea. Die Kulisse war magisch. Gardiners Eltern waren Amateurmusiker, Künstler. Man spielte Geige, malte Aquarelle, interessierte sich für traditionelle Musik und Volkstänze, für klassische Musik, Theater, Oper. Hier im Park organisierten die Gardeners Sommerfestivals. Im Winter wurden die Aufführungen in das Haus verlegt. Weihnachts- und Hirtenspiele gab es im Esszimmer. Hier sangen die Gardeners Motetten der alten Meister. Weil Vater Rolf Gardiner als innovativer Biobauer einen guten Kontakt zu Deutschland hielt, kam es im Hause Gardiner zu einem unglaublichen Zufall. Der sollte für John Elliott Gardiner life-changing sein. Nun, genau dort hing das Bach-Porträt während meiner gesamten Kindheit. Elias Gottlob Hausmann war der Maler. Ich hatte ein wenig Angst vor diesem Porträt, denn es sieht ein bisschen düster und pädagogisch aus. Pädagogisch. Ganz wie der Thomaskantor in Leipzig. Aber es war die ganze Zeit in meiner Kindheit da. Und ich war sozusagen klein hier unten. Also habe ich direkt in seine Augen gestarrt. Schwierig fand ich, diese sehr distanzierte, eher streng blickende Figur mit dieser unglaublichen Musik in Einklang zu bringen, die ich zur gleichen Zeit lernte und die so voller Leben ist und so voller Tanz und Freude und unglaublicher Energie. Dieses berühmte Porträt von Johann Sebastian Bach, es ist das Bild von ihm überhaupt, hing im Hause Gardiner neben dem Kinderzimmer des Dirigenten. Ein Bekannter brachte es nach Dorset, um es aus Nazi-Deutschland zu retten. Und später setzte sich Gardiner dafür ein, dass dieses weltberühmte Gemälde seinen Platz im Leipziger Bach-Archiv fand. Johann Sebastian Bach ist das Zentrum des musikalischen Schaffens Gardiners. Er forschte über ihn, schrieb ein Buch, er nahm das komplette Œuvre Bachs im Jubiläumsjahr 2000 auf. Gardiner ist der Bach-Spezialist schlechthin. Immer und immer wieder setzt er sich mit den großen Werken des Thomaskantors auseinander. Sie ist wie der Mount Everest. Er ist da, man muss ihn besteigen oder einfach nur dastehen und bewundern. Die H-Moll-Messe ist für mich die größte Herausforderung von allen Werken Bachs. Eines der auffälligsten Dinge in der gesamten H-Moll-Messe ist für mich das Confiteor im Credo. John Elliott Gardiner ist ein fantastischer Musikerklärer. Ein kleines musikalisches Moment im Confiteor der H-Moll-Messe Bachs zeigt, wie sehr er diese Musik durchdrungen hat. Es beginnt in einem sehr antiken Stil, einem sehr einfachen Gesang, mit einem Cantus Firmus. Und man denkt, ja, wir verstehen das. Das ist Bach, wie er zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der Monteverdi Choir singt. Ein Ensemble, das Gardiner 1964 für sein Klangideal gegründet hat.
Klare, gerade Gesangslinien. Schlanke Stimmen ohne Vibrato. Bach scheint mehr als jeder andere Komponist zu beschreiben, was es bedeutet, die Gottheit zu erfahren. Etwas zu erfahren, das nicht menschlich ist, das über uns hinausgeht. Das Confiteor ist das große Schuldbekenntnis einer musikalischen Messe. Gott, vergib uns unsere Schuld. Bach komponiert das hier als unerschütterlichen Beichtruf. Klar, stark, laut. Dann macht er etwas völlig Unerwartetes. Das Tempo verlangsamt sich. Und er geht in eine Reihe von chromatischen Tonartwechseln über, die einfach nur verwirrend sind. Und dann beginnt plötzlich, das ganze Gebäude zu bröckeln. Der starke Beichtruf verwandelt sich in ein unsicheres, leises Stimmengewirr. Eine wabernde Klangfläche fällt in sich zusammen. Wie in Zeitlupe. Es hat alles damit zu tun, dass wir morgen die Wiederauferstehung erwarten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich warte darauf. Oder nicht? Also glaube ich an die Wiederauferstehung oder nicht? Bach ist verängstigt. Und wir als Musiker können das aufgreifen. Und als Zuhörer können wir diesen Schrecken hören, wenn der ganze Tempel der Musik in Stücke zerschlagen wird. Erst ganz am Ende geht es zurück nach D-Dur. Und dann ist man wieder in einem viel positiveren, überschwänglichen, aufgeregten Kompositionsstil. John Elliott Gardiner legt Bachs Kompositionskonzept frei und zeigt, wie Text und Musik miteinander verwoben sind, wie beides symbolhaft aufeinander verweist. Das machen viele Dirigenten. Überraschend ist, wie akribisch und elegant Gardiner hier die Gedanken- und Gefühlswelt Bachs aus dem musikalischen Material heraus rekonstruiert. Das kann man nicht von allein schaffen. Es braucht diesen Moment des Übergangs, diesen Moment des Zweifels. Und das finde ich so berührend an Bach, dass er dich als Zuhörer aufnimmt und sagt, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Christus, ich glaube an Martin Luther, ich glaube an diese Wirklichkeit. Aber ich habe auch meine Zweifel. Und das macht ihn sehr persönlich. Gardiners Clou, er deutet diese Passage psychologisch. Er liest die Musik stärker aus als den Text und findet so Bedeutungen, ja ganze Narrative, die die jahrhundertealte Musik wieder aktuell und gegenwärtig machen. Dieser Art von schrecklichem Tal des Zweifels wird er für mich ein Mann, ein Musiker meiner Zeit, unserer Zeit.
Jemand, der wirklich die schwierigen Fragen des Lebens stellt und eine sehr persönliche, subjektive Antwort gibt. Aber eine Antwort, aus der wir großen Trost und großes Vertrauen ziehen können. Das ist es, was ich an Bach so anziehend finde. Damit Gardiner seine Vorstellungen von Musik kompromisslos umsetzen kann, hat er gleich zu Beginn seiner Karriere einen eigenen Chor gegründet, den Monteverdi Choir. Später kommen noch zwei Orchester hinzu, das Kammerorchester The English Baroque Soloists für alte Musik und das größere Orchestre Révolutionnaire et Romantique für Musik des 19. Jahrhunderts. Diese Ensembles begleiten ihn seit Jahrzehnten. Sie geben ihm die Möglichkeiten, kontinuierlich am Klang zu arbeiten. Es gibt nichts Dümmeres als einen Dirigenten, der auf sich allein gestellt ist. Er macht keinen Lärm, er gibt keine Töne von sich. Er ist ein kompletter Idiot. Sie brauchen Musiker, die ihre Vorstellung von der Musik teilen. Und das ist die Herausforderung. Gut. Sehr gut. Right, B flat. B, ja? 207. Takt 207. Okay. Okay, los geht's. The English Baroque Soloists proben mit der Geigerin Isabel Faust eines von Mozarts Violinkonzerten. Das Orchester spielt auf historisierenden Instrumenten. Und so sehr Gardiner diesen historischen Zugriff auf die Musik favorisiert, sind es besonders die musikantischen Werte, die er an seinen MusikerInnen schätzt. Offenheit, Virtuosität, Flexibilität, ein gutes Einvernehmen miteinander und die Bereitschaft, sich einzulassen. Fleißig und musizierfreudig. Mit einer Lust, diese Freude an das Publikum weiterzugeben. Jede und jeder hier hat solistische Spielqualitäten. The English Baroque Soloists ist ein Ensemble absoluter ExpertInnen, die sich entschlossen haben, Gardiners Klangideal weiterzuentwickeln. Der Blick auf die Geschichte eines Werks und seine Entstehung ist zum Markenzeichen John Elliott Gardiners geworden. Die sogenannte historische Aufführungspraxis. Dieses Interesse speist sich aus einer tiefen Neigung für historische Zusammenhänge. Gardiner studiert in Cambridge, nicht Musik, sondern zunächst Geschichte. Er dirigiert seine ersten Konzerte. Ausgerechnet Musik von Claudio Monteverdi, der in den 1960er Jahren absolut unpopulär war. Als ich mit dem Dirigieren anfing, war ich ziemlich überheblich. Wenn ich jetzt daran denke, war es Hybris. Es war anmaßend von mir, aber das war es. Und lächerlich ehrgeizig. Aber es war wichtig, weil ich in mir den großen Drang verspürte, eine ganz andere Auffassung davon zu vermitteln, wie Musik klingen kann. Eben anders als die Musik, die ich hörte. Die Musik, die ich hörte, war sehr vornehm. Sie war sehr gemütlich. Gemütlich, bequem, aber sie war nicht herausfordernd und nicht aufregend. Der Historiker Gardiner macht damals also Musik. Erst später ist es auch der Dirigent. Er leitet die Oxford and Cambridge Singers, gibt Konzerte mit Claudio Monteverdis Marienvesper. Die Marienvesper ist lange Zeit das Signaturwerk, für das Gardiner einen kompletten, neuen und ungewöhnlichen Interpretationsansatz wählt. Das ist die Hybris der Jugend. Und ich danke Gott, dass es keine Aufnahme davon gibt. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn ich jetzt, 50 Jahre später, mit einigen der Sängerinnen und Sänger spreche, die an dieser Aufführung teilgenommen haben, dann sagen sie: Schau, es war unvollkommen und es war eine Herausforderung für uns, aber es war neu und es war aufregend. Und sie waren bereit, mir zu folgen. Und als wir die Universität verließen und nach London gingen, kamen sie mit und wir gründeten ein Ensemble. Aber es hat viele Jahre gedauert, bis ich wirklich den Klang erreichte, den ich wollte. Heute bin ich diesem Klang viel näher als vor 50 Jahren. Gott sei Dank. Der Durchbruch gelingt mit einer atemberaubenden Aufnahme der Marienvesper in Venedig.
gut 2,5 Jahrzehnte nach dem Debüt als Dirigent. 1989, San Marco. Der Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists musizieren Monteverdis Marienvesper im Markusdom nicht als Chorkonzert, sondern als Performance. Die SpielerInnen in klassischer Konzertgarderobe. Der Chor in roten Roben, verteilt auf verschiedene Orte der Kirche. So aufgestellt, dass sich der Klang gemäß der Architektur des Raums entfaltet. Gardiner hatte im Staatsarchiv Venedig Dokumente gefunden, aus denen sich schließen lässt, dass Monteverdi das Werk hier möglicherweise einmal aufgeführt hat. Claudio Monteverdi war Kapellmeister in San Marco. Er wusste also sehr genau, wie er dieses revolutionäre Werk an diesem speziellen Ort inszenieren wollte. Es ist auch das erste Musikstück, das meines Wissens nach die Architektur als einen so wichtigen Bestandteil der Aufführung der Musik mit einbezieht. Denn Monteverdi baut Echos ein. Er baut riesige Kontraste zwischen diesen sehr, sehr imposanten Vertonungen der alttestamentlichen Klänge und dieser unglaublichen Intimität der Solomotetten. Und das ist etwas, das man nur in bestimmten Kirchen wirklich gut umsetzen kann. Und eine dieser besonderen Kirchen ist natürlich San Marco, die Basilica San Marco in Venedig. Wie kommt es, dass Musik von Monteverdi, die vor über 400 Jahren geschrieben wurde, uns heute noch anspricht, als wäre es zeitgenössische Musik? Oder mich heute mehr anspricht als etwa Musik, die vor 20, 30 Jahren geschrieben wurde? Das ist eines der Paradoxa. Aber es gibt Musik, die über die Lücken der Geschichte zu springen scheint und einen persönlich anspricht. Und andere, die einfach an einem vorbeigeht, wissen Sie? Und ich interessiere mich für die Musik, die mich anspricht und die ich weitergeben kann, an die Musiker und an das Publikum. Schon längst musiziert John Elliott Gardiner nicht mehr nur mit seinen eigenen Ensembles. Er konzertiert in der ganzen Welt. Zwischen vielen Reisen eines Jahres ein Interview in München. Hier arbeitet er häufig mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, weil auch das ein Orchester ist, das Gardiners Klangvorstellung umsetzen kann. Wie jeder andere Dirigent favorisiert Gardiner sehr bestimmte Klangkörper
und Konzertsäle. Es gibt so viele verschiedene Parameter zu berücksichtigen, um einem Werk gerecht zu werden. Die Wahl der Instrumente, der Säle und der Orchester. Das Quellenstudium, Handschriften, Faksimiles, Briefe, Tagebucheinträge, Gesangbücher, Kupferstiche. Dieser Dirigent ist eben immer noch ein Historiker, ständig auf der Suche nach neuen Quellen. Die Leute beklagen sich gewöhnlich, die Musik sei so vieldeutig. Es sei so zweifelhaft, was sie sich dabei zu denken hätten. Und die Worte verstände doch ein jeder. Mir geht es aber gerade umgekehrt. Und nicht bloß mit ganzen Reden, auch mit einzelnen Worten. Auch die scheinen mir so vieldeutig, so unbestimmt, so missverständlich. Ein Auszug aus einem Brief von Felix Mendelssohn Bartholdy. Typisch Gardiner. Das Studium des biografischen Umfelds ist mindestens genauso wichtig wie das Studium der Partitur. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zur Aufgabe eines Dirigenten gehört, neugierig auf die Umstände, die Bedingungen und den Kontext der Musik zu sein, die man zu interpretieren hat. Und da ich als Historiker ausgebildet wurde, ist das immer bei mir geblieben. Und zwar nicht auf eine altertümelnde Art und Weise. Es ist nicht der altertümelnde Aspekt, der mich interessiert. Es ist der Versuch, sich in die Denkweise des Komponisten hineinzuversetzen, als er sich daran machte, ein Musikstück zu schreiben. John Elliott Gardiner dirigiert Mendelssohns Ein Sommernachtstraum mit der Kamerata Salzburg bei den Salzburger Festspielen. Gardiner hat sich Zeit seines Lebens auf bestimmte Komponisten und Werke konzentriert. Da sind Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau. Und später Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms und Hector Berlioz. Und Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein Sommernachtstraum, die berühmte Schauspielmusik. Gardiner hat keinen festen Kanon, aber musikalische Favoriten, die er sich in verschiedenen Lebensaltern immer wieder vornimmt. Ein Sommernachtstraum gehört dazu. Mendelssohn schrieb, wie Sie wissen, er schrieb die Ouvertüre, als er gerade mal 17,5 Jahre alt war. Eine unglaubliche Ouvertüre. Ich spreche von der ungeheuren Fantasie, dem Talent. Und dann, 16 Jahre später, schrieb er den Rest der Bühnenmusik. Und das Raffinierte ist, wie er es schafft, die gleichen Klangwelten aus der Ouvertüre beizubehalten, sie weiterzuführen und alle Themen der Ouvertüre, die Feenmusik, die Liebesmusik, den Esel, all diese Sachen. Es ist alles da. Und dann der Hochzeitsmarsch. Das war alles in seiner Vorstellung, als er erst 17,5 war. Das ist für mich ein Wunder. Wie subjektivistisch Gardiner eine Partitur mitunter liest, zeigt sich an einem winzigen, leicht überhörbaren Detail. Das Esel. Das ist der Esel.
Ich denke, das sollte so sein. Ich meine, das ist meine Interpretation. Ja, das ist Ihre Interpretation. Das war nämlich meine Frage. Ja. Ich habe die ganze Zeit nach einem... Ein Zeichen dafür. Aber es gibt keins. Ich habe da ein Eselsohr als Eselsbrücke gemacht. Und so habe ich das also korrigiert. Ja, genau. Da ist es. Und Sie... Ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass Mendelssohn eine sehr bildhafte Vorstellungskraft hatte. Und es ist für ihn schwer gewesen, das in der Partitur abzubilden. Aber das heißt eben nicht, dass er bei Aufführungen, die er dirigierte, nicht doch gesagt hätte, bitte lass es wie einen Esel klingen. Es geht also nur darum, ein bisschen persönliche Interpretation hinzuzufügen. Und triff mich vor dem ersten Hahnenschrei. Verlasst euch hier auf eures Knechtes treu. Ich habe 2 Tage lang mit ihnen gearbeitet. Wirklich? Ja. Ich habe die Aussprache überhaupt nicht korrigiert. Ich habe einfach versucht, sie in die Figur hineinzulotsen und ihnen zu zeigen, wie sie den Text mit der Musik verbinden können. Das war es, was ich versucht habe. Singt mich nun in Schlaf. An eure Dienste dann und lasst mich ruhen. Unser Schwankenzweige zählt gegen euch fort von Hill, dass ihr euren Gift nicht bringt für die Königin Rill. Dass ihr euren Gift nicht bringt in die Königin Rill, in die Königin Rill, fort von Hill, fort von Hill. Und der Schlange zeigen zwingt, wie Geräusche fort von Hill. Fort von Hill, fort von Hill. Macht die Gallis Melodei, singen unser Eierbei, Das ist die halbe Miete als Dirigent. Man muss den Leuten ein gutes Gefühl geben, sich selbst ausdrücken zu können. Und das Geheimnis ist, wenn man versucht, ihnen die eigene Interpretation zu vermitteln, muss man es so tun, dass sie denken, es sei ihre Interpretation. Zum Kämpfen und zum Geht, nicht mit Suppen, macht euch fort, spielen denen künstlich mit, hinter einem anderen Ort. Spielen denen künstlich mit, hinter einem anderen Ort, hinter einem anderen Ort, macht euch fort, macht euch fort, macht euch fort, macht euch fort. Schwarze Kämpfe und zum Geht, nicht mit Suppen, macht euch fort, macht euch fort. John Eliot Gardiner denkt Musik oft vom Text, vom Sprechen her. Duktus, Sprachmelodie und Phrasierungen von Sätzen. Vieles lässt sich vom Singen auf das Musizieren mit Instrumenten übertragen. Das IA ist ein gutes Beispiel dafür. Am Ende schreibt er aber der Musik mehr Ausdruckskraft zu als dem Text. Im Sinne Mendelssohns, den er hier zitiert. Ganz der Historiker. Nur das Lied kann dasselbe sagen, kann dieselben Gefühle in verschiedenen Personen wecken. Ein Gefühl, das nicht mit denselben Worten ausgedrückt werden kann. Das finde ich faszinierend. Und er hat absolut recht, dass Musik sowohl präziser als auch mehrdeutiger ist. Weil man sie auf verschiedene Arten hören kann. Und sie hat eine stärkere Energie. Worte können töten, aber sie können auch beleben. Sie können etwas herunterreißen. Der Spruch «Prima la musica, poi le parole» – erst die Musik, dann die Worte – gilt natürlich auch für den berühmten Hochzeitsmarsch.
Die Camerata Salzburg spielt hier übrigens auf konventionellen Instrumenten. Guter Klang hängt für Gardiner eben nicht nur an der Instrumentierung. Ich arbeite das erste Mal mit diesem Orchester zusammen. Und was denken Sie darüber? Ich hatte ein sehr gutes Gefühl dabei. Ich hatte das Gefühl, dass sie anfangs enthusiastisch waren, aber auch ein bisschen ängstlich, wenn es ums Englische ging. Aber dann entspannten sie sich und merkten, dass ich sie nicht im Stich lassen würde und dass ich ihren Klang mochte. Aber meine Güte, ich musste einfach mit ihnen arbeiten. Die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler. Wenn wir bösem Schlangen zischen, unverdienterweis entwischen. So verheißt auf Ehre Droll bald eures ganzen Dankes Zoll. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht wie billig. Nun, gute Nacht. Das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen. Und immer wieder nach Hause. Ruhe. Sich erden. Normal werden. Eine musikalische Konstante im Leben Gardiners sind Beethovens 9 Symphonien. Ist Beethovens Missa Solemnis. Auch einen Klassiker wie Beethoven deutet Gardiner in dessen historischem Kontext neu. Ich bin sehr bewegt, wenn ich mir diese Aufführung in Barcelona anhöre und zurückblicke, die Anfang 2020 stattfand, kurz bevor Covid zuschlug. Denn da waren wir alle auf der Bühne zusammengedrängt, standen sehr eng beieinander in der Zeit vor Covid, mit spanischen Sängerinnen und Sängern in Barcelona, mit katalanischen, die mit dem Monteverdi-Chor und dem Orchester zusammenkamen, sehr, sehr eng. In Barcelona dirigiert Gardiner sein anderes Orchester. Das Orchestre Révolutionnaire et Romantique, das er 1989 gegründet hat. Mit diesem Ensemble spielt er vorzugsweise Musik der Klassik und Romantik. Hector Berlioz, Giuseppe Verdi, Claude Debussy. Gardiner setzt mit seinen drei Ensembles gerne musikalische Großprojekte um. Mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique hat er den Zyklus aller 9 Symphonien von Ludwig van Beethoven eingespielt. Die 9. Sinfonie ist wahrscheinlich das meist besprochene und meist beschriebene Werk Beethovens. Sie ist eine Kategorie für sich. Thank you.
Barockposaunen sehen kann, spielt Gardiner auch die berühmte Neunte mit Instrumenten aus der Zeit ihrer Entstehung. Was in der 9. Sinfonie bereits in den ersten drei Sätzen deutlich wird, ist der Gesang in der Komposition, sowie die unglaubliche Harmonie, der unglaubliche Rhythmus, die unglaubliche Energie, die sich durch diese drei Sätze zieht. Ich denke, eine Möglichkeit, sich der 9. Sinfonie zu nähern, besteht darin, sich daran zu erinnern, dass Beethoven taub war. Er verließ sich also auf sein akustisches Gedächtnis, wie die Instrumente klangen, wie sie funktionierten, weil er das nicht mehr beurteilen konnte. Sein Gehör war praktisch verloren gegangen. Und es ist erstaunlich, wie genau er ist, wenn man bedenkt, dass er nur aus dem Gedächtnis herausgearbeitet hat. Er wusste genau, welchen Tonumfang jedes Instrument hatte und wie das Farbspektrum aussah und wie man Dinge kombiniert. Es ist die große Qualität John Elliott Gardiners, Komponist und Werk in ihren historischen Dimensionen wahrzunehmen, ohne sie zu musealisieren. Das macht diese großartige Musik in jedem Jahrhundert menschlich, modern und immer wieder berührend. Das ist Gardiners Kunst, zu dirigieren. Und dann, wenn die Sänger schließlich dazukommen, hebt es das Stück rhetorisch auf eine andere Ebene. Es rückt viel mehr in den Mittelpunkt. Und auch hier gibt es so viele interpretatorische Herausforderungen für den Dirigenten und die Interpreten. Beethoven weiß, wie wichtig das Musizieren ist. Nicht nur für uns als Interpreten, sondern auch für die Zuhörer, für das Publikum. Und die positive Energie, die von der Musik ausgeht, geht weit über den Konzertsaal hinaus in die Welt. Und das ist sehr, sehr kostbar.